so bemüht haben. Es war, glaube ich, ein tolles Turnier. Die Zusammenarbeit hat super funktioniert. Ihr wart alle tolle Gäste. Hat wirklich gut geklappt und ich freue mich, dass wir diese 3 Tage gut hinter uns gebracht haben. Vielleicht sehe ich irgendjemanden in Graz mal wieder. Gell? Alles Gute für die Heimreise und danke für die gute Zusammenarbeit. Großen Applaus meinem lieben Schiedsrichter, der alles so rigoros und wirklich mit Ruhe und mit Übersicht geleitet hat. Schiedsrichter Manfred Musnick wird jetzt in Kürze die 10 Pokale an die jeweiligen Mannschaften übergeben. Jetzt mit Platz 10 und kommen dann zu den Brettwertungen nach den Mannschaftswertungen. Am 10. Platz die mit Abstand hübscheste Mannschaft, weil 2 Mädels in der Mannschaft, die Volksschule im Oberstadt. Bravo! Wurde 10. Trainer Karl Mantel schickte Selina Haselwanter, ins Rennen ebenso Marco Riha, Nadine Brunner und Jan Riha. 9. wurde das Burgenland mit Betreuerin Renate Samek, kamen Thomas Hallacher, Marc Wurm, Tristan Kranz, Nico Samek und Simeon Klinger. Der 8. Platz gehört den Mistelbachern. Christian Kindl schickte Marcel Pold, Karl König, Wolf Liebinger, Patrick Amtmann und Alexander Wallisch. Wer darf denn die Urkunden haben? Achso, in der Schule. Los, ne. Was? Ja. Die Kärntner haben Platz 7 erreicht, Volksschule Hermagor mit Trainer Wilfried Mödendorfer. Es kamen Nathan Maddock, Jakob Crisper, Adam Maddock und Benjamin Eder. Wie im Vorjahr wurde Kärnten auch heuer 7. mit genau dieser Schule von Hermagor. Nur einen Punkt vor den Kärntnern, der erste Vertreter aus der Steiermark, Volksschule Eckersdorf. Die Eggersdorfer, erstes steirisches Team, wurde jetzt 6. Franz Amtmann schickte Daniel Postweiler, Elias Ostermann, Markus Kurtean, Michael Magnes und Marcel Röstl ins Rennen. Herr Friedrin als echte Eggendorfer gehört da sicher auch noch mit ins Siegerbild. Am 5. Platz der 2. Vertreter aus der Steiermark, die Volksschule St. Stephan im Rosental. Den 5. Platz haben also die Steirer mit dem Vizemeister erzielt, St. Stephan im Rosental, betreut von Johann Hadler. Hier kamen Johannes Hadler, Georg Gutmann, Joachim Hadler und Christina Kaufmann. Und hier gab es schon auch gerade mit Johannes Hadler schwere Nüsse zu knacken für so manche Mannschaft. Verdient also hier der 5. Platz, da wäre sogar vielleicht eine Spur mehr drin gewesen. Am 4. Platz sicher auch ein Team mit Zukunft. So, und den 4. Platz haben sich die Salzburger, die Volksschule Gniegel, erkämpft. Hier hat Helmut Usleber wie folgt aufgestellt: auf Brett 1 Paul Stellenberger,
Brett 2 Ata Muhammad, Brett 3 Peter Cocorillo, Brett 4 Miranes Musik und Brett 5 Elisabeth, also Brett 5 Ersatzfrau Elisabeth Feig, die hier in der Mitte den Pokal hält. Toll gespielt. Paul ist ein ganz ein starker mit 1373 Elo. Und auch der Trainer spielte sehr gut Schach, wie wir